Einen wunderschönen guten Morgen aus Antalya. Jetzt mal mit Stimme, obwohl ich meine eigene Stimme gar nicht leiden kann. Ich habe mir gedacht, ich muss euch mitnehmen. Das Hotel ist der Wahnsinn. An jeder Ecke gibt es irgendwas zu tun, also keine Spur von Langeweile. Die Kinder sind bestens unterhalten, sodass wir dann unsere Nerven schonen. Und für uns ist natürlich alles dabei. Von Wassergymnastik über Poolspiele, Disco am Nachmittag, Schaumparty. Also ja, ich nehme euch dann ein bisschen mit und zeige euch so, was den ganzen Tag über so passiert. Jetzt sind wir gerade in der Lobby. Also bei der Anreise schlägt es einen fast schon, weil man echt nicht weiß, wo man hinschauen soll vor lauter wunderschön. Die Eindrücke sind atemberaubend. Zeig euch gerade. Schaut. Da hinter mir sitzt eine nette Dame, bei der kann man Ausflüge buchen. Und Sitzplätze im à la carte Restaurant. Die sind auch alle sehr hilfsbereit. Das Personal ist wirklich ein Traum. Wir können ja, zu 90% alle Deutsch. Verstehen auch Englisch, also Kommunikation. Super. Und da oben ist auch schon jemand. Guten Morgen. Ich drehe gerade. Hallo. Und die da oben gehen zum Frühstück. Bis gleich. So, aus der Lobby gehen wir jetzt einmal raus auf die Terrasse. Ich muss euch das mal am Abend zeigen, das ist atemberaubend. So, und jetzt sind wir mal auf der Terrasse, wo man ganz gemütlich Kaffee trinken kann, Cocktail schlürfen oder einfach nur chillen. Ja, dann auf zur nächsten Location. Auf zum Frühstück. Ich werde sehen, das Buffet schreit. Aus jedem Land irgendeine Spezialität. Ganz trauen zum Probieren. Nicht so meins. Aber die anderen Sachen, die was man kennt, Daumen hoch. So, jetzt sind wir im Außenbereich. Eine riesen Pool Area. Eine Kids Play Area. Und Wasserrutschen. Zeige ich euch dann auch noch später. Das Hotel schaut von vorne aus wie so ein Schiff, kann man sich das vorstellen. Toll! Moonlight Bar?
Cocktailbar. Arena, wo am Abend die Shows stattfinden. Eis. Und hier beginnt die Party schon um 10 in der Früh. Durch. Bis Mitternacht. Ohne Ende. Und jetzt heißt es Crazy UFO. With crazy people. Jetzt zeige ich euch mal das Mittagsbuffet. Von 12 bis 2. Einen Moment. Also es wird frisch gekocht. Es gibt 5 Stationen. Es gibt eigentlich immer einen Döner. Standard. Dann gibt es Churros. Ofenkartoffeln. Fish and Chips Station, Burger Station, Salat Station, Hot Dog Station, Chili Station. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Jetzt sind wir in der Kids Play Area. Mega Wasserpark. Moment, wie sieht man so? Ein paar Rutschen. Wasserspritzer. Für die Kinder mega. Beschäftigt. Von 3 bis 16 Jahren kann man die Kinder sogar abgeben. Es sind 3 Betreuerinnen da und ein Betreuer, die machen von Wasserrutschenwettbewerb über Pizzabackwettbewerb, Malwettbewerb, aber sie machen wirklich extrem viel. Die haben auch jeden Tag ein anderes Motto, sagen wir mal so. Pirat, keine Ahnung, Dino, Fische. Und nach dem Thema wird dann gemahlen und es wird dann immer eine Preisverleihung stattfinden, wo quasi die ersten 10 eine Kleinigkeit kriegen. Und ja, also mega. Applaus, Applaus, Applaus! Okay. Now coming Chocolate. Winnie ist nur vorbei und jetzt die Erwachsenen. Mitternacht und wir gehen essen. Buffet. Suppe. Also hier gibt es echt rund um die Uhr was zu essen. Und um 1 in der Nacht wird das nächste Buffet aufgebaut. Bis 5 in der Früh. Also nonstop was zum Essen. Was gibt es denn für eine Suppe? Gulasch und Tomatensuppe. Was ist das? Genau, das ist eine Gemüsesuppe und da hinten ist ein Gulasch oder so. Na dann, Mahlzeit. 1 Uhr in der Früh, ich in meinem Style-Suit-Jacket.
mache mich auf die Karreise. Das Buffet öffnet um 1 Uhr in der Nacht. Bis 7 Uhr in der Früh. Und kaum zu glauben, es sind da Leute da. Ein Wahnsinn. Schaut mal. Es ist kein großer Ansturm. Das ist schon eine Sache. Also dein Hunger kann man schon. So, sind wir auf dem Weg zur Kinderparty. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Wow, schaut euch das mal an. Transformer. I see a train.